Er brennt, es dauert erst ein bisschen und dann platzt sein Kopf. Und nicht hier. Und damit herzlich willkommen zu DVD-Check. Und heute gibt es einen Check zu einem etwas älteren Film mit Jim Carrey aus dem Jahr 2000. Und damit geht es heute um Der Mondmann. Der Mondmann ist eine Tragikomödie oder eine Biografie aus dem Jahre 2000 unter der Regie von Milos Forman. Er dauert 1 Stunde 58 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Mondmann erzählt uns die wahre Geschichte vom Comedian und Exzentriker Andy Kaufman. In diesem Film werden zum Beispiel Geschichten und Auftritte aus einem echten Leben perfekt übernommen, zum Beispiel der Auftritt bei David Letterman oder in Saturday Night Live. Außerdem sieht man Szenen hinter den Kulissen von Andy Kaufman mit seiner Frau und seinem Manager, um eben mehr vom Leben von Andy Kaufman zu erfahren. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen, das soll man auf sich wirken lassen, um die Handlung noch besser zu verstehen. Die Hauptrolle in Der Mondmann übernimmt natürlich Jim Carrey, der in diesem Film auch wirklich krasse Ähnlichkeit mit Andy Kaufman hat. Wer sich da ein bisschen vergleichen will, kann auch mal nach Andy Kaufman Bildern zum Beispiel suchen. Dann haben wir an seiner Seite noch Danny DeVito als sein Manager oder Courtney Love als seine Frau und noch einige andere Schauspieler, die ich aber hier nicht namentlich erwähnen will, weil ich sie hasse. Und jetzt kommen wir zur Kritik zu Der Mondmann. Und ich fange mal an, ich fand ihn ein atemberaubender Film, da ich mir letztens einfach mal ein paar Videos von Andy Kaufman angesehen habe. Und in Der Mondmann wurde das perfekt kopiert von Jim Carrey. Alleine die Frisur, alleine die Monobraue von Jim Carrey ist einfach ein Merkmal, dass er so gut Leute imitieren kann. Und das hat er bei Der Mondmann perfekt gezeigt. Und ich muss auch sagen, Ich finde eigentlich alle Szenen perfekt imitiert von ihm, aber eine Szene bei Saturday Night Live, wo er ein Lied Playback singt, ist mir sehr ans Herzen gegangen, muss ich sagen. Ich fand die sowas von lustig und ich finde einfach in dieser Situation von Andy Kaufman, da er ja kein leichtes Leben hatte, hat einfach Jim Carrey den Andy Kaufman mit Humor gespielt und einfach trotzdem durch seine schwere Situation einfach Witze mit reingebracht, die die Zuschauer eben sehr gut fanden. Und mir haben die Witze auch sehr gut gefallen in diesem Film, eigentlich wie in jedem Film von Jim Carrey. Und es hat einfach in diesem Film wieder richtig gut gemacht. Und Hendrik, was sagst du? Zu meiner Kritik, wir beide sind ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, große Jim Carrey-Fans. Und Jim Carrey kennt man ja sonst vielleicht nur von Komödien, wo er immer blöde Grimassen schneidet oder Ähnliches macht. Aber hier, der spielt das wirklich richtig gut. Auch die emotionalen Momente dieser Geschichte, die auch immer mal da sind, spielt Jim Carrey hier wirklich großartig. Vielleicht sogar seine beste Leistung in seiner Karriere bisher. Und das, allein die schauspielerische Leistung von Jim Carrey hat mich überzeugt. Aber auch die Geschichte eines Mannes, eines Comedians, der auf seinem Weg zu Ruhm und Ehre eigentlich nie was ernst meint. Der spielt immer was vor, der ist nie so richtig, zeigt nie so richtig seine wahre Persönlichkeit. Deswegen ist der Film auch extrem schwer zu spielen. Und gut ab, dass er das so gut hinbekommen hat. Und auch die Geschichte, wie schon gesagt, an manchen Stellen wirklich emotional und traurig auch zum Ende hin. Dass da eigentlich auch schon vielleicht, dass man da vielleicht schon auch berührt wird durch die Geschichte. Als einzige Negative, was ich vielleicht noch sagen will, das ist aber vielleicht persönlich, dass ich manche Szenen in ihrem Sinn nicht so ganz verstanden habe. Aber welche Szene möchte ich euch nicht sagen, das vielleicht auch ein Spoiler sein kann. Aber das war's von meiner Kritik. Jetzt sind wir durch und kommen zu den Punkten. Genau, die Punkte in der Dramawerte, und da wir ja von Anfang an eigentlich nicht so viele Hoffnungen von einem Drama von Jim Carrey hatten, hat uns natürlich das übertroffen, weil wir nicht gedacht haben, dass er überhaupt in diesem Genre arbeiten kann. Und das hat er echt sehr gut gemacht, muss ich sagen. Nicht nur Jim Carrey, auch alle anderen Schauspieler fügen sich da sehr gut ein. Und deswegen verdient der Film glorreiche 8,5 von 10 möglichen Punkten. Bei den Gesamtpunkten haben wir uns ebenfalls für 8,5 von 10 möglichen Punkten entschieden, weil es ist auch nicht schlechter wie ein Drama. Wirklich ein toller Film für alle Jim Carrey-Fans und auch für alle anderen. Sehenswert. Genau, das war unser Check zu Der Mondmann. Ihr könnt kommentieren, wie ihr ihn fandet. Ihr könnt uns abonnieren und ihr könnt unser Video liken und ihr könnt uns alle anderen Videos anschauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Special Friday am Friday bei DVD-Check. Bis zum nächsten Mal. Ciao.